Morgen, wir gehen. Auf zum Zahnarzt. Luki kriegt heute ein neues Gebiss. Hey, stimmt gar nicht. Natürlich. Oh, gucken wir mal, wie das neue Ding aussieht. Oh, das war ja eine schlechte Nacht für mich. Ja, dabei war das doch schön. Ich hab gut geschlafen. Ich hab mich von links und rechts erstens so in die Mangel genommen. Obwohl Anouk wirklich auch noch so viel Platz hatte und du hattest auch ein bisschen noch. Naja, jetzt kuscheln, sagt er. Guck mal, wenn ich kuschel mit dir, dann willst du das gar nicht. Und wenn ich nicht kuschel, bist du eingeschnappt. Ja, wenn man eine Seite frei hat, geht das ja. Aber wenn man von beiden Seiten so rangerollt wird, dann so hat sich meine Wirbelsäule dann um 6 Uhr morgens auch angefühlt und dann bin ich wach geworden. Und das hat echt weh getan. Und dann musste ich auf eine harte Unterlage. Jo, meine Tochter bekommt eine Glitzerzahnspange. Fantastisch. Aber sie ist nicht glücklich, weil... Komm, sag mal, was dich bedrückt. Der Termin ist am Freitag und am Freitag hast du... Weihnachtsessen in der Schule. Weihnachtsessen in der Schule. Und Weihnachtsessen in der Schule, da will Anouk hin. Wir wollten uns ja jetzt ein Auto angucken, auf alle Fälle. Es gibt noch einen in Berlin-Mitte, so ein VW-Bus. Fakt ist, irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass Anouk zu ihrem Weihnachtsessen kann und dass wir danach zum... Zahnarzt gehen. Essen. Meine Tochter will Pizza essen gehen jetzt. Dann fahren wir danach, Provinzstraße. Wir gehen da mit mehreren Bussen. So, jetzt gehen wir zum 60s. Endlich sind wir da. Durch den Stadtverkehr haben wir uns gequält. Jetzt gehen wir was essen. Im 60s waren wir, sind wir. Aber waren wir, weil jetzt ist vorbei. Jetzt fahren wir uns ein Auto angucken. Hoffentlich klappt das. Keine Ahnung, muss mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. 12.24 Uhr. Provinzstraße. Provinzstraße. Ja? Na, du bist ja gut. Das sehe ich auch gerade was erzählt. Ich habe zugehört. Ach Mensch. Ist das hier? Steht da jetzt, Busse. Ist doch hier. Ja, das steht da. Jetzt gucken wir das Auto an. Ja. Familie sucht neues Auto. Bitte einmal günstig. Günstig anbieten, bitte. Das wird wohl nicht, aber wir gucken mal. Mit Zöpfen. Mit Zöpfen. Viele Kinder mit vielen Zöpfen. Das sieht bei Aria Automobile aber nicht so. Ah, das ist kein Junge. Hat er nicht. Wie du siehst, suchen wir ein Familienauto. Wir haben viele Kinder. Wie viele habt ihr denn? Ja, und unser Auto ist jetzt zu klein und wir suchen ein zuverlässiges Familienauto. Wie viele Kilometer hat der, weißt du? Da steht ja drauf, bei dem ist ja analog. Da kann man ja. Ja, ja. 216. Guck mal, also wegen Platz. Für Platz. Platzmangel kannst du dich nicht beklagen. Lambda-Sonnenregelung. Nicht in Ordnung. Kühlmittelsensor nicht in Ordnung. Stützung von hinten defekt. Räder wechseln. Sind die Sachen hier auch gemacht worden? Alles, oder? Alles. Das ist alles gemacht worden. Ja, alles ist Rechnung. Ja, aber nicht dafür. Das ist ja nur der. Das ist ja nur der. Bezahlt. Ja, das ist ja dafür. Aber diese Sachen, die hier neu gefunden wurden, also Lambda-Sonde wäre ja Kühlmittelsensor. Ne, da kommt nicht mehr, deswegen. Hier ist 2000 Euro Rechnung. Aber das ist nicht mit bei. Deswegen, ich frage nur. Gut. Aber ich meine, er hat ja TÜV bekommen bei euch, ne? Stoßdämpfer hinten defekt. Stoßdämpfer haben wir gemacht, ja. Und Bremsscheibe vorne, Bremsbeläge nagelneu haben wir gemacht. Na, das ist ja hier auch schon mit bei, ja. Das ist ja hier 2017 gemacht worden. Nee, das war die alte, ja, der bei Berliner Prüfer. War schon wieder durch? Ja, Berliner Prüfer sagt nein, muss nochmal. Und Abgas ist in Ordnung. Ist Alter. Auch in Ordnung. Aber ist ja die Lambda-Sonde dann, ja, denn, ja, wenn die nicht in Ordnung ist. Ja, dann sagen die nein, weil die Prüfer jetzt achten sie richtig. So, also 5.800 Euro. Naja, also 5.800. Haben wir als Hausnummer 5.800 für einen langen VW-Bus mit 8 Sitzen. 8 Sitze reichen noch völlig aus. Ja. Also das ist Platz. Und hinten drin ist auch noch Platz. Und du hast diese Flügeltüren, Heckflügeltüren, die ich sehr, sehr gut finde. So, Achtung, wir schlachten eine Spardose.
Geräusche, das ist gar nichts. Von wegen, wer schneidet? Na, da oben. Hier. Ach so. Aber dann ist die Dose doch kaputt. Ja, die kriegt das jetzt. Naja, so schlecht hat er nicht. Na, Rinder, guck mal. Gefährlich. Mhm. Den wollte ich zur Bank bringen jetzt. Na, was schätzt ihr, was in der Dose drin ist? Ha? Ergebnis gleich. Kein Auto. Kein Auto, aber ein Eis für ihn. Offensichtlich haben wir in diesem Jahr zu viel Eis gegessen, weil jetzt sind nur 3.500 auf der hohen Kante. Und 3.500 kriegen wir denn nicht. Der kostet 5.800. Die haben wir nicht. 5.800. Und wir haben 3.500. Das ist so wenig. Ist ja auch egal, ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen. Sparen wir weiter. Irgendwann wird es klappen. Haut ihn noch eine Flasche zertrümmert hier vom Laden. Toll, danke. So, die Kinder sind von der Kita abgeholt, fantastisch. Ich bin total durch. Die eine schreit nur nach Mama. Mama! Mama! Mama. Papa zählt hier nicht so viel. Hm, toll. Schon wieder Licht aus hier oder was? Super. Ja, das funktioniert ja toll. Ja. Naja, heute ist nichts Aufregendes passiert. Das sage ich jeden Tag, wa? Das sage ich jetzt mal lieber nicht nochmal. Also heute war ja nicht so dolle, nicht so dralle. Müssen deprimiert, ey. Mama kommt gleich. Mama ist drüben, packt die Schenke ein, jetzt schreit sie die ganze Zeit. Mama, Mama. Naja, so ist es. Wahrscheinlich meinst du, eigentlich meinst du ja Geschenke, Geschenke. Also na gut, ich versuche auch aus diesem Tag etwas Besonderes herauszufiltern und das euch zu kredenzen. Wahrscheinlich wird mir das heute mal nicht gelingen. Gestern fand ich eigentlich ganz cool den Blog, muss ich sagen. Aber heute wird das wahrscheinlich nicht so dolle. Oder ist es wahrscheinlich dann nicht so dolle. Müsst ihr selber beurteilen. Wir sehen uns auf alle Fälle morgen. Macht es gut. Hoffen wir, dass Mama bald kommt, so wie die hier rumschreit. Die beruhigt sich ja nicht mehr. Und dann schauen wir mal. Also macht's gut. Bis dann. Ciao, euer Tom.